Welche neuen Features und Funktionen kommen vielleicht bald eventuell für die Stadia-App? Hinweise dazu gibt es wie immer von 9to5google.com, welche die Codezeilen mal inspiziert haben, der Stadia-APK. Und damit sind wir in der Reihe, was wird eigentlich unter der Haube der Stadia-App entwickelt? Kurze Infos dazu gibt es heute hier gleich nach dem Intro. Alle Stadia Pro Abonnenten können sich jeweils am ersten eines neuen Monats über mehrere neue Spiele freuen, welche sie ohne weitere Zusatzgebühren einfach so freischalten können. Die im Abo enthaltenen Spiele müssen dann aber tatsächlich immer aktiv freigeschaltet werden. Sie sind nicht einfach so in eurer Spielbibliothek verfügbar. Das heißt, entweder ihr klickt in der Stadia App derzeit noch wirklich jedes einzelne Pro Game an und schaltet es dann frei, oder ihr geht in euren Browser auf stadia.com, denn dort könnt ihr bereits jetzt alle neuen Pro-Games auf einmal freischalten. Dies soll nun wohl auch in Zukunft mittels der Stadia-App am Smartphone möglich sein, sodass es für alle Abonnenten ein wenig bequemer werden dürfte. Ja, und wer mag es denn nicht komfortabler? Die zweifelsohne spannendste Entdeckung in den Codezeilen der aktuellen App-Version von Stadia ist aber die Unterstützung für neue Sprachen. Zum einen gibt es nun die Sprachcodes ESMX für das in Mexiko gesprochene Spanisch und zusätzlich noch ES419, von dem ich noch nie gehört habe, aber was dem Spanisch entsprechen soll, welches in Lateinamerika und der Karibik gesprochen wird. Das heißt, der Mexiko-Release von Stadia wird bereits intern vorbereitet, aber komplett neu ist die Sprachvariante TR. Türkisch. Und bisher hat man noch keinerlei Infos oder Gerüchte bezüglich eines Starts von Stadia in der Türkei gehört, anders als von Mexiko. Doch möglicherweise könnte sich das also in Zukunft bald, eventuell demnächst in Zukunft, ferner Zukunft, ändern. Ja, im heutigen Stadia App Update gibt es wenig konkrete neuen Infos, dafür viel Spekulatius. Aber ich meine, diese neuen Sprachcodes, nachdem man Mexiko offiziell vorgestellt hat, das kann doch kein Zufall sein. Und jetzt kommt auch noch der Sprachcode für Türkei, ohne dass man den jetzt extra erwähnt hat. Also ich glaube, da könnte wirklich was dran sein. Was meint ihr denn dazu? Würdet ihr euch freuen, wenn Stadia noch in der Türkei beispielsweise freigeschalten werden würde? Oder ist es eigentlich eher zielführender, dass Stadia in den asiatisch-pazifischen Raum langsam mal Fuß fassen wird, was ja auch schon länger gemunkelt wird? Es bleibt definitiv spannend, ob wir das alles aus den Stadia-App-Updates herausbekommen, wage ich zu bezweifeln, aber irgendwann gibt es mal wieder handfeste News, verspreche ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns bald wieder. Ahoi und ciao! Alle Stadia Pro Abonnenten können sich jeweils zum ersten eines Monats für Beautiful People ist eine Produktion der Beautiful People Compilation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft. Jo Mai, was soll es, ne? Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.